So, grüßt euch, servus. Wir sind hier am Wanderparkplatz in Stetten, also bei Echterdinge. Und wir werden jetzt eine kleine Tour machen zum Bärensee runter und zur Kochenmühle. Oberer Langenwaldweg. Ist etwas verwachsen, aber ja, gehen wir drumherum. Ja, das wäre der richtige Weg gewesen. Da haben wir uns etwas verhauen. Naja. 50 Meter später hätten wir links müssen oder 100 Meter. So, jetzt sind wir richtig. Und da geht es jetzt hier geradeaus zum Bärensee. Das ist aber nicht der Bärensee an der Solitude, sondern hier am Siebenmühletal. Bis zur Info, falls einer das nicht weiß. Ja. Schauen wir mal da. So, das ist der Bärensee. Ja, ein paar Seerosen, das Weiße da drüben. Thank you.
So, jetzt gibt es wieder was zum Trinken. Ein Jim Beam mit Cola. 10%ig. Jetzt werden wir mal um den kleinen Bärensee rumlaufen. Leicht matschig. Der war schön schön gut. Ja, da geht es jetzt runter ins Reichenbachtal und wenn wir unten sind, ja, so 100, 200 Meter, kommt noch die Kochenmühle. Da kehren wir dann ein und dann geht es wieder hoch nach Stetten zum Parkplatz. So, jetzt geht es steil abwärts. Uiuiui. Da drüben schimmert die Kochenmühle durch. Ja, nur knapp 100 Meter.
So, gibt es hier Rauwein, Hefeweizen, und zwar ein Paulaner, also zum Wohl. So, jetzt geht's wieder hoch zum Parkplatz. Schauen wir mal, wo die Ziege sind. Da in der Hütte steht auch eine. Das wäre natürlich bequemer. Ich hätte Anhalter spielen können. Ui, da geht es ja noch weiter. Ja, ist schon toll. Da geht es noch ganz nett hoch. Das war die Runde Bärensee, Kochenmühle. Schauen wir mal, Kilometer. Gucken wir mal, 4,6. Eine Stunde 25 Minuten ohne Pause. Ja. War eine gemütliche Runde bis auf den letzten Anstieg. Das ist nicht.
Also, dann macht's gut und bis demnächst. Thank you.